Ich bin Valentina Thamer, ich bin Game- und Narrative-Designer und im Moment arbeite ich für King in Berlin. Vorher habe ich für Daedalic Entertainment gearbeitet. Das Play Festival ist ein buntes, entspanntes Zusammenkommen von Studenten, Indies, Professionellen, um sich innovative Spielkonzepte anzugucken und sich zu unterhalten über die Zukunft der Videospiele. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich dieses Jahr gefragt wurde, Jury zu machen für den Creative Gaming Award und habe sehr genossen, die ganzen Spiele mir anzusehen. Es waren eigentlich alle Nominierten echt beeindruckend und es war schwer für uns zu entscheiden, wer jetzt gewinnt in den zwei Kategorien. Wir haben 2 Stunden lang diskutiert, aber waren uns dann einigermaßen einig. Ich glaube, es werden sich sehr viele unterschiedliche Sachen entwickeln. Man kann nicht sagen, dass in VR nur die Zukunft ist, nur Mobile, nur Online-Spiele, sondern dass sich verschiedene Richtungen ausformen, die mehr darauf achten, wie man Emotionen und Geschichten in Spielen vermitteln kann, für ganz verschiedene Zielgruppen, ganz verschiedene Formate und dass die Spielindustrie diverser wird und noch weiter experimentiert mit dem, wie man die Spiele vermitteln kann.